Schulde, das war heute ein sogenanntes Platzierungsspiel, auch um die Euroleague oder Champions League Qualifikation. Sind wir jetzt Europa ein ganzes Stück näher gekommen? Ja, da sind wir auf jeden Fall ein ganzes Stück näher. Noch nicht komplett drin, aber das war schon ein Riesenschritt. Der Vorsprung ist schon sehr, sehr groß und ja, wir wollen jetzt zusehen, dass wir das in den nächsten Wochen dann komplett dingfest machen, dass wir wirklich die tolle Saison auch krönen können. Krönen können? Will Krönung schon Platz 4 oder 5 sein? Hier fliegt irgendwie gerade Eis durch die Gegend. Wer war das denn? Sergio. Sergio hat wieder gute Laune heute. Okay. Kann man verstehen. Nein, Krönung, würde das sein die Champions League oder wärst du mit der Euroleague denn schon ganz zufrieden? Ja, wir wollen erstmal zusehen, dass die Bäume hier nicht in den Himmel wachsen. Also unser Ziel war es ja vor 4, 5 Spielen diesen Weg nach Europa zu schaffen. Das beinhaltet halt diese Europa League. Und jetzt sind wir 4, 5 Spieltage vor Schluss eben auf diesem dritten Platz, der berechtigt, an der Champions League Qualifikation teilzunehmen. Also schon ein schöner Augenblick. Sicherlich sind die Bayern Favorit auf dem Platz, ganz klar. Sie haben eben ein bisschen einen Tick mehr Potenzial. Aber die Saison läuft ein bisschen oder sehr kurios, was gezeigt hat, dass die Bayern auch nicht sehr sattelfest sind in der Saison. Von daher werden wir mal gucken, ob wir die Chance nutzen können. Aber wir sind froh über diesen vierten Platz, dass wir den erstmal sichern konnten, beziehungsweise ein bisschen Abstand auf die Mainzer heute erspielen konnten. Auf jeden Fall. Was für eine Retourkutsche gibt es für Pinte, für den Eiswurf? Der wird sich gleich noch warm anziehen müssen, aber er hat die besseren Karten. Er hat heute ein Tor gemacht. Ja. Alles klar, Schulle, danke dir. Bitteschön.